Und ich habe vorher in der Jugendhilfe gearbeitet. Auch nice. Das ist ja ekelhaft cool, aber irgendwie nice. Cool, aber nice vor allem, ja. Manchmal rede ich schon auch Bullshit. Haunting House. Das nächste Geisterhaus. Ach, das sind Deathblocks. Okay, ja, klar. Okay. Okay, nice. Es ist auf jeden Fall schon mal eine sehr coole Mechanik. Okay. Aber auch hier auf Anhieb die Musik echt schlecht. Oder nein, falsch. Nicht mein Geschmack. Was mache ich denn da falsch? Ach komm schon. Ach, schnell einfach. Okay, und dann Spin Jump? Oh nein, okay. Und dann Shell Jump, ne? Ah, ja. Ah, okay, verstehe. Du musst es timen, den Shell Jump timen, okay. Also eigentlich echt ganz nice Level. Und uneigentlich auch. Ah, Moment, ich kann hier noch stehen, wenn der Block kommt, ne? Ah, okay. Dann kann ich den Shell Jump wirklich deutlich später machen. Nice, okay, es geht weiter. Nein! Und das war ein guter Versuch. Nein. Alter, wie geil ist das Level? Jetzt mal ernsthaft. Also auch der zweite Part hier ist göttlich. Ich habe nicht gesagt, dass der Hack wieder geil ist. Ich habe gesagt, das Level ist geil. Murph, danke für den dritten Monat. Also wenn es so weitergehen würde... Es ist so krass, wie der... Also für mich der... Oh, Dive? Nein, ich dachte schon tauchen irgendwie, bla, Wasser. Uiuiui.
Also das Level gerade war göttlich einfach. Okay, das wird zu einer Disco-Shell. Oh mein Gott, ich glaube, das Level könnte auch einen mega geilen Flow haben. Nice. Sich aushalten wahrscheinlich einfach, aber der Progress, was das für ein Unterschied ist zu dem Level, zu den Scroller Leveln, das ist halt krass. Ob ich da einfach nur aushalten muss? Also wenn es wirklich aushalten ist, ist es langweilig. Okay, das ist katastrophal. Warum macht man denn das? Alter, ist wirklich? Das finde ich leider auch nicht gut. Alter, das ist doch eine Katastrophe. Also das ist doch wirklich der größte Abfall. Das Level war doch super. Also da hätte doch noch ein bisschen was passieren müssen. Einzig und allein auf eine Disco-Shell springen, einen ganzen P-Timer, das ist alles, was da passiert, Leute. Ich mache nichts anderes, als auf einen ganzen P-Timer auf eine Disco-Shell springen. Also... Das ist für niemanden schwer, glaube ich. Also, da muss man jetzt ja wirklich kein crazy Spieler sein. Auf einer Disco-Shell kann man schon springen. Oh. Okay. Ah, auf dem Hinweg. Okay, nice. Das gefällt mir. Nein, also, ich weiß, dass Disco-Shells nicht ohne sind. Das wollte ich jetzt ja auch gar nicht sagen. Aber, nichtsdestotrotz war der Part gerade da irgendwie, nicht sehr abwechslungsreich und spannend. Also, nur auf einer Disco-Shell springen. Nächster Checkpoint. Ey, jetzt hat er aber, hat er jetzt nach jeder kleinen Kreuzung einen Checkpoint eingebaut, oder was? Aber ob es so sein muss, weiß ich auch nicht. Also ich mache den Part viermal und dann... Also es ist ja auch schön, wenn man nochmal ein bisschen was von dem Part sieht und ein paar Mal macht. Aber so jetzt... Also offensichtlich kann man es mir nicht recht machen, aber... Genau, hier habe ich ausgemacht. Wie soll ich denn auf dem landen? What? Also ich finde, ich muss ja mal sagen, diese Blöcke sind halt ultra geil, ne? Die Shells zu einer Disco-Shell machen. What the fuck? Was passiert da? Ja genau, das ist wie in so einer... Du sitzt abends in einer Bar und im Hintergrund läuft ein bisschen Mucke.
ein bisschen langweilige Musik läuft da. Easy. Oha, Castle Magna. Mango, beste. Mango Zero, Schnati. Okay, das gefällt mir schon mal optisch sehr nice. Ups, dumm. Das war doch gut! Und jetzt wieder vom Ant. Nee. Doch. Das war doch gut. Das war doch ein guter Versuch. Können wir uns einigen, dass das, darauf, dass das knapp war? Oh, okay. Was ist mit dieser Plattform? Die fliegt mit Mach 3. Halber Zentimeter, maximal ein halber Zentimeter. Maximal. Ist das gar nichts, was irgendwie reingepatcht ist oder irgendein Custom, eine Plattform, Noah, sondern ist das die Standardplattform ohne Line? Ist es so? Ist für mich auch gar nicht so uninteressant. Ach krass, okay, nice. Ich dachte, das ist irgend so ein Custom-Ding. Kannst du bitte da drauf springen? Mist. Ja, die muss er kicken. Ach Mann. Wie soll ich denn auf dem noch landen? Also, leck Arsch, das ist schon knapp. Der hätte durchaus einen Block weiter nach links gekonnt, meiner Meinung nach. Scheiß blaue Cooper. Den Power Rangers Movie auf VHS, geil. Mit Ivan Ooze. Und Rita, ist es das mit dem ganzen Schleim? Ist das der Power Rangers Movie? Ich glaube ja, ne? Mit Lord Zed. Ah, ich weiß nicht mehr. Ivan Ooze ist da, glaube ich, der Bösewicht. Richtiger Müll. Aber geil. Hat vor kurzem jetzt mal jemand den Mario-Film auf Netflix geguckt, den alten? Genau, mit Ivan Ooze, ja. Hast du noch was von deinem ersten Stream? Was meinst du? Bildmaterial von meinem ersten Stream? Von meinem ersten vielleicht nicht, aber von den ersten Monaten, ja. Und ich streame jetzt seit 4,5 Jahren ungefähr.
Aber jeden, also so viel wie jetzt erst seit anderthalb, nee, seit doch anderthalb oder zweieinhalb. Wann habe ich denn mit der Arbeit aufgehört? Also mit meiner alten Arbeit, ich weiß gar nicht mehr. Schon ein bisschen. Ja, angefangen habe ich im Dezember 2015, das weiß ich genau. Aber mit einmal die Woche abends mal kurz für 2 Stunden den Stream angemacht, zum gucken, wie das so ist. Und ich habe vorher in der Jugendhilfe gearbeitet. Auch nice. Puh, Alter! Nee. Also ich war sehr zufrieden. Ich hatte einen sehr geilen Job vorher. Und das Twitch habe ich ja dann am Anfang immer nur... Ursprünglich waren es 2-mal die Woche abends und dann war es sogar irgendwann mal 3-mal die Woche gemacht abends. Von 19 bis 23 Uhr, das war so meine Zeit dann, nach der Arbeit. Ja. Und irgendwann wurde es immer größer und irgendwie lukrativer und dann gab es mal die Idee, könnte man irgendwie davon auch leben? Wäre das vielleicht mal was anderes irgendwie? Ja, und ich würde sagen, es wäre was anderes. Und dann hatte damals mein Arbeitgeber mir ein Sabbatjahr gewährt. Also ich durfte einfach ein Jahr lang aufhören zu arbeiten. Hab natürlich kein Geld bekommen, aber hätte danach auch wieder anfangen können, da zu arbeiten. Und dann habe ich mich sehr sicher gefühlt, um das mal auszuprobieren. Okay, null. Skachbit oder Skatebit? Ja, was mache ich denn mit den Steinen? Alter. Alter, was ist das denn? Das ist ja super abgefahren. Was zur Hölle? Alter. Der Stein weg. Uff, ey. Das ist ja ekelhaft cool, aber irgendwie nice. Cool, aber nice vor allem, ja. Manchmal rede ich schon auch Bullshit. Okay. Okay. Ja, gesamte Spielzeit ist eh nicht nachzuhalten, weil ich immer mal wieder spiele. Aber die sind doch irgendwie custom, ne? Was ist das? Ist das so ein Dingsbums-Generator, so wie bei den Bullet-Builds? Nur mit den Plattformen? Oder wie funktioniert das? Wahrscheinlich ja, ne? Den man dann platziert und dann schießen die Dinger daraus. Auch die Speedruns bei dem Hack? Er ist ganz nett, aber ich weiß nicht, ob er jetzt Speedrun-würdig ist. Aber generell würde ich natürlich schon mal wieder gerne... Oh, ich bin dumm. Ein SMW-Hack runnen. Aber der haut mich jetzt nicht aus den Socken. Wegen der Mucke allein schon. Ja, um das abzuschließen, ich fühle mich absolut wohl und habe alles richtig gemacht. Tut Ramses. Es ist auch nicht so, als wenn das ganze Stream-Ding nicht mehr keinen Spaß mehr macht oder wenn es nicht mehr angesagt ist oder wenn es nicht mehr läuft. Finde ich als männlicher Sozialpädagoge im Ruhrgebiet sehr einfach einen Job. Und ich hatte damals schon mich so ein bisschen spezialisiert auf Medienpädagogik. Was ist mit dem Stein passiert? Hallo? Und da würde ich sagen, ist das gar nicht so wenig hilfreich, dass die Selbstständigkeit dann hier mit dem Stream. Hab damals schon, wie gesagt, mich Richtung Medienpädagogik spezialisiert und dann ging es darum, Eltern auch irgendwie, wenn... Also, wir hatten ganz viele Jugendliche, die Probleme hatten mit Zocken und immer viel gezockt haben und hatte man irgendwann mal den Plan so, man könnte ja auch Fortbildungen an anderen Pädagogen oder Eltern geben, was man da am besten macht, medienpädagogisch. Fand ich irgendwie interessant. Von daher passt auch das, was ich jetzt hier mache, eigentlich da auch noch hin. Man könnte auf jeden Fall authentisch berichten. Sagen wir es mal so. Ich wollte da oben greifen. Junge, der ist hart. Wo bist du denn? Jesus, deine Oma. Naja, aber doch als positives Beispiel.
würde ich sagen. Mein Leben ist ja nicht verkorkst. Ich kann da oben auch stehen. Cheeserino gefunden! Hä? Geh da rein! Danke. Nice. Schön, 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 schön. Easy. Darauf erstmal einen Schluck Mango Zero. Platform Abuse. Okay.